Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play NBA 2K18. Meine Karriere, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir gehen wie üblich zur 2K-Zone. Ich weiß leider jetzt schon, dass ich einen meiner Tipps falsch habe. Ich hatte ja gesagt, Okay, ich kann die nicht abholen. Dann nicht. Bulls gegen Jazz, weil dann die Jazz gegen, denke ich, Rockets gegen Hornets, Suns gegen Raptors. Ja, doch. Hawks, Nets gegen Knicks. Mann, die Knicks. Schauen wir mal. Komisch, dass wir keine Spiele abholen können. Wundert mich ein bisschen. Aber was soll's, wir haben, glaube ich, ein bisschen Kohle zu investieren. 1700, ja, immerhin. Ja, komm, machen wir das mal. Warum nicht? Wir müssen mal in der Defensive ein bisschen besser werden. Und dann gehen wir rein ins Spiel gegen die Utah Jazz. Würde ich mal sagen. Warum kriselt das hier im Hintergrund? Was soll denn der Scheiß? Hier, da, weiß ich nicht. Macht keinen Sinn. Ist alles ausgeleuchtet. What's up, guys? Today I'm here with Kristaps Porzingis. What's up, dude? The 2K Sports Pre-Game Show. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Mittwoch den 13.12. Heute Abend geht es für mich zur Mitternacht-Premiere von Star Wars Episode 8. Und ich bin hart am Überlegen, ob ich mich nach dieser Folge nochmal hinlege. Ich bin sofort von müde. Wir haben es ca. 14 Uhr. Ich bin scheiße müde. Das wird eine lange Nacht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass ich jetzt durchmache. Okay, wir hören erstmal geile Mucke. Was ist verkehrt mit uns? My fourth cousin's friend arranged a scratch pattern for that one scene. Oh, what? Yeah, man, DJing's been in my blood, you know? But that site's cool too, you know? You might need Serato. I'll cook you up. When are you gonna be DJing next, man? You know, man, I'm not sure, but it'll probably be during the off season and at a spot where they don't allow 18-year-olds. Oh. All right, man, whatever, that's cool. Hey, I gotta get back to work, but if you see Shammy, tell him he owes me $5, okay? Alright, I will, Joe. Alright. Alles klar. Läuft. Hey, what's Jill doing here, man? I don't know, following me apparently, but he says you owe him $5. What? He said I owe him $5. That's what the man said. He still owe me from our bet last week, man. Man, never pays up. So, dann schauen wir noch mal kurz. Es ist ein Heimspiel. Gut, dann sollten wir die richtigen Schuhe anhaben. Ab zum Court. Und ab geht's. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, wir wollen heute ein gutes Spiel machen. Badadadadada, eyo, was geht? Badadadadada, eyo, was geht? So. Zeit zu performen. Wir müssen besser werden. Okay, der war schon mal semi-gut. Der war nicht schlecht. Ah, der war nicht so gut. Der war gar nicht bad. Der war nicht gut. Ja. Ah, der war scheiße. Geht.
aber auch nicht rein. Schade. Oh, innerer Ring. Wieder innerer Ring. Rausgecurlt. Ja, der ging immerhin nochmal rein. Ja, Nationalhymne brauchen wir auch nicht nochmal. Utah Jazz. 16-11 gegen 11-15. Eieieiei. Aber kein einfaches Spiel. Ricky Rubio, Burks, Inglass, Favors und Gobert. Ich glaube, Rubio kenne ich, aber sonst. Schauen wir mal, was geht. Okay, 3 Punkte Rückstand. Mal sehen. Exxon. Dann kommen wir her, Mignon. Okay, da kommt der ganz einfache Pass. Okay, das war einfach. Warum spielt eigentlich Valentine seit neuestem mit uns? Ach, schade. Jazz leading by 5. Now let's find out what head coach Quinn Snyder had to say to David Aldridge. David. Thanks, Kevin. He told me that when you're playing against a team as good as they are inside, you have to stop the easy looks. He said if they can keep them out of the paint, they'll be in good shape to win. We'll see, Kevin. Back to you. All right, David. Thanks. There's the pick. Burks for 3. It's all in by the Bulls. Da hatte ich einen schlechten Blockversuch bekommen, aber eigentlich fand ich den gar nicht mal so bad. Komm, Levine. Oh Mann, die müssen sitzen. Oh, der war schön gestört. Valentine. Hallo. Ja, gut. Mach Solo Nummer draus. Oh mein Gott, Levine. Kannst du auch mal was treffen jetzt? Ja, komm, damit habe ich ja wohl den Fastbreak unterbunden. Mit dem Einsatz. 17 points for him last game against Milwaukee. Stolen by Levine. One-on-one fast break. The dish to DJ. Pass to Portis. Played in with the. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt nicht reingeht, ey. DJ will find you. A team first guy and plays well within the offense. Und das war mal ordentlich. So here's Burks. Over Levine. Oh, dass sie den nicht aufhalten können, ey. Der hat schon Zeitdruck und trotzdem können wir ihn nicht stoppen am Scoren. Am Scoren hindern. So. Warum kann man diese Pausendinger nicht überspringen? Das regt mich auf. Ist schön, das United Center anzugucken, ne? So, 5 Punkte Rückstand. Schauen wir mal. Schönes Ding, Portis. Then it's Exum, then it's Rudy Gobert, and it's Neto in at the point. Jazz leading by 3. Feeds it to Gobert. Passes it to Neto. Gobert, the screen. Jurebko kicks to Exum. Gobert dishes to Exum. Down to 5 on the shot clock. Expanding his range. And it's Chicago with the rebound. Last time they met was in Salt Lake City, Utah, where they fell to the Jazz. And really, man, they played their hearts out. Missed a couple opportunities down the stretch, and that was the difference. Absolutely right, Greg. That's all it takes. Nice one, Holiday. Nice one. A detail that isn't accounted for, it stinks.
Dishes to Gobert. The pass to Neto. Next to Gobert. Gobert the screen. And here's Udo. Still getting warmed up offensively. No buckets yet in the game for him. Und die machen den nächsten Dreier. Big fella shows off his ability from beyond the arc. Now here's DJ. He's covered closely. Stimmt, ich darf den Ball ja nicht so lange halten. Gibt ja sonst auch Minuspunkte. Oh. Oh. Levine. Nice one. Leider kein Assist für uns. Das geht so einfach beim Gegner. Ja, da wollte ich eigentlich überhaupt nicht hin. He kind of clocked things up just as much at the offensive end as he did defensively. And I tell you what, though, he's made significant strides, becoming much less of a liability on offense. Neto kicks to Jerebko. Nice ball movement by Utah. Exum with it, and Holiday picks him up defensively. Exum's shot is off. Well executed, great rhythm. You've got to finish that one. Yeah, coming off a good. Nice. Wichtige Punkte. Sehr wichtige Punkte. Nur auf meine Pässe kommt Levine nicht klar. Aber was willst du machen? Warte, ich bin draußen? What? Hey, Coach, ich denke, ich krieg mehr Spielzeit. Was war das denn? Ja, ist in Ordnung. So. Chicago making some changes. Markkanen, he's checked in for Miritich. And DJ subbed in for Cameron Payne. Utah also making some changes. Udo's checked in for Favors. Jerebko comes in for Joe Ingles. And it's Exum in for Ricky Rubio. Markkanen and Lopez are together down low. DJ out okay. There with Dwayne Wade. And it's Valentine in at the three. So that's the five in the game for Chicago. Als ob der reingeht. Six points for Wade. That's three of four here to start the half. Exum passes to Jerebko. Udo kicks to Burks. There's a good screen. The feed to Jerebko. Another miss by Utah. Ah, siehst du. Defensive Rebound. DJ dishes to Valentine. Schönes Ding. Jetzt läuft der Ball doch mal. The Bulls have been very active in revamping this roster. A lot of trades and player movement. They were worried of becoming a treadmill team. Oha, die Fans machen Laune. Fordern die Defense von uns. Erfolgreiches Ausblocken auf jeden Fall, sehe ich auch so. Deswegen haben wir den Korb kassiert. Aber knapp. Oh nein. Oh, fuck. Ah, man, faul gezogen. Komm, Burks, triffst nicht. Ein Rebound, zwei Assists, das ist bisher noch nichts, Leute. Schami. And all the hype that surrounds it. You were the number one high school player in the country coming out. Well, you have to stay focused. You know, I didn't grow up in this era of social media. Oh, da hat er viel Zeit. Nice one. But really, you have to stay focused. You have to realize that you're just in the middle of your goal. You're not a celebrity or a star yet, no matter how good you are on that level. Everybody in the NBA has been the best player on their team. Oh mein Gott, Lopez.
Ey, ich werd weggeblockt von dem Gegner. Das ist doch scheiße. Hätte ich den jetzt bekommen. Komm, bitte mach den Lavin. Mann! Ich will mehr Assists. Or love or passion right now. So you just really need good people. It takes a village, and for guys that are feeling so much fame and getting so many accolades at such a young age, it's hard to handle as an adult. Just imagine trying to handle that as a kid. So you definitely need a lot of good people around you in your corner to help. Ich bin mit meiner Ausbeute absolut nicht zufrieden hier. Oh, ah, schade. Oh, wir gehen raus? Was? We're in the final quarter of play here. So on the floor for Utah. Favors is out there with Udo. Gott. Ricky Rubio. Then it's Johnson and it's Ingles in at the shooting guard position. Lopez kicks to Miritich. Wade against Ingles. Wade, schönes Ding. 11 Punkte Vorsprung. War noch 1,5 Minuten vor zu spielen. Warum krieg ich jetzt auf einmal den? Nee. Chicago grabs the miss. 121 left in the fourth quarter. Now here's DJ. Was? Ach, come on, wie kann der denn nicht reingehen? Hallo, lächerlich jetzt. At the pick. Favors with the screen. Here's the floater. They get the rebound. Johnson and the bucket counts. 3-point chance here. Ah, God. Johnson, du triffst nicht. That's good. Johnson. Leider doch. Wollen wir noch eine Assist? Oh, fuck. Ja, los, lauf! Wozu stelle ich mir dir denn einen Block? Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Nice. Gibt's noch eine Auszeit oder was? Oder ist das Spiel beendet? Ach, Jazz, Auszeit. Ach, knapp am A minus an dem glatten A vorbei. Aber durchs Zone richtig besetzen, haben wir das glatte A. Schade. 69-59, wir gewinnen tatsächlich ein Spiel gegen die Utah Jazz. Hätte ich anfangs nicht gedacht. Wir haben eine A-Wertung mit 2 Assists und einem Rebound. Wie? Keine Ahnung. Aber nehmen wir. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Ach, lächerlich. Wir kriegen die Marke halt immer noch nicht voll. Ah, hier nähern wir uns auch dem Aufstieg an. Und wir lassen uns feiern, Junge. 0 Punkte. Ja, läuft. Das Handy vibriert aber noch nicht. Das werden wir höchstwahrscheinlich dann jetzt in der nächsten Folge sehen.
Liebe Leute, ich sage dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns am kommenden Mittwoch wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und haut rein. Bis die Tage. Ciao, ciao.